Hey ihr, da bin ich wieder und heute zeige ich euch den Inhalt der Gaming Loot Crate, die kam nicht heute bei mir an, sondern schon vor ein paar Tagen. Aber wie eigentlich immer bei der Loot Crate oder leider sehr, sehr oft zumindest bei der Gaming Loot Crate, ist die beim Zoll gelandet. Ich weiß gar nicht, warum das so ist. Die normale Loot Crate, die kommt immer einfach so bei mir durch und die Gaming Loot Crate, die landet immer beim Zoll und dann wollen die Geld dafür haben. Ich hatte ja eigentlich mal gesagt in einem Video, glaube ich, dass ich die abbestellt hatte, die Gaming Loot Crate, langsam, jetzt habe ich es. Aber also in der jetzigen und in den nächsten Loot Crates ist halt irgend so ein ganz exklusives Overwatch-Item drin. Und da ich die Serie, so ein scheiß Schredder, aber auch Mist, das Spiel sehr, sehr mag, habe ich jetzt das einfach mal mitbestellt und schau mal, was diesen Monat und nächsten Monat dann hier so drin ist. So, aber jetzt fangen wir einmal an mit dem Monat. Und ganz oben drin haben wir hier ein T-Shirt von mit Leck mich am Arsch, ist das geil. Darf man das auf YouTube sagen? Ist mir scheißegal. Wie cool. So kann man es, glaube ich, gut sehen, genau. Ein Tron-T-Shirt. Oh, wie cool. Und auch noch in diesen richtig coolen, wie halt der erste Teil in so einem richtigen Retro-Look. Ja, das ist ja mal, das finde ich schon super an. Ist das cool. So, was haben wir hier? Ist irgendwas Großes? Was Schwereres? Ah, schwer. Nee, doch nicht so schwer. Das ist ganz leicht. Jetzt haben wir hier ein. Oh, cool. Steht zum Teil was Cooles drauf. Das ist von Mass Effects Andromeda. Und zwar ist das eine LED-Lampe. Packen wir direkt mal aus. Vorsichtig. Cool. Blätterzeug, keine Ahnung. Was ist hier? Was ist das? Oh, das ist, glaube ich, eine von diesen Lampen, die man einfach so irgendwo so reinsteckt. Und dann sieht das irgendwie cool aus. Hier ist es noch. Irgendwas drumherum, so eine Schutzfolie. Ist egal. Mal hier rein. Und das Ganze läuft über USB. Man braucht also gar keine Steckdose. Mal weg damit, sondern einfach an den PC anschließen. Und dann sieht das hoffentlich cool aus. So, die Schutzfolie ist jetzt ab. Und hier vorne seht ihr noch, da steht es auch drauf, nur Mass Effects Andromeda. Und jetzt schalten wir das mal hier ein und schauen mal, wie das denn aussieht. Noch seht ihr nichts, weil da hat natürlich auch einen An- und Ausknopf. Tada! Kann man das sehen? Das kann man, glaube ich, sehen. Es ist blau. Aus, an. Und es ist nur blau. Hier oben steht noch, was steht denn hier oben drauf? Pathfinder, richtig? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe die Spiele nie gespielt. Deswegen weiß ich jetzt gerade nicht, was das hier für ein Raumschiff ist. Ich weiß auch nicht, ob das Raumschiff heißt, das Raumschiff Pathfinder. Könnte es sein, ne? Wird irgendwie Sinn machen bei sowas. Auf jeden Fall, das ist die Mass Effects Andromeda LED-Lampe. Und ich finde, die tut sich eigentlich schon ganz cool. Ich mag diese Lampen, wo halt dann einfach nur so hier sowas Dünnes ist und dann wird dann da sowas Cooles dann da drauf beleuchtet. Irgendwie gefallen die mir sehr, sehr gut, diese Dinger. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie trifft das meinen Geschmack. So, was haben wir jetzt hier noch? Das ist hier was klein. Was ganz Kleines, ach so. Das ist einfach nur es gibt ja immer bei der Loot Crate einen Pin, immer passend zu dem Thema, was da drin ist. Diesmal ist halt das Thema Future Tech. Jetzt habe ich es. Und das hier ist der Pin dazu, den man nicht sehen kann, weil ich den wieder eingepackt lasse. Das ist doch. Ich lerne ja auch nicht draus. Ich lasse die Dinger immer eingepackt, dann wundere ich mich, dass das in der Kamera nicht zu sehen ist. So. Kann man das sehen? Das ist eine kleine Sepp-Waffe oder wie auch immer man so aussieht. Und da steht auch noch drauf, das ist die Sepp-O-Matic. Da steht's. Sepp-O-Matic. Okay. Ist das irgendwas? Kommt das von irgendwo? Ich weiß es nicht. So ist aber das andere, etwas größere hier, was hier drin ist. Und das hier ist. Oh, das ist das Overwatch-Teil. Cool. Das ist geil. Und das sieht, glaube ich, aus. Ich zeige es erstmal so. Das ist halt eine von diesen kleinen cute, hier unten, also da steht es drauf, cute but deadly Figuren und die sind eigentlich schon immer in einer anderen Packung drin und man, also in so einer Blindbox, man kann halt dann gar nicht sehen, wie die Figur, also welche Figur man dann halt in der Hand hält, weil halt diese Figur noch eingepackt ist. Oh mein Gott, was für ein Satz, ihr wisst, was ich meine. Es ist eine kleine Überraschungsbox und man weiß halt nie, was denn da so drin ist. Und hier, warum ist das jetzt hier ein Special Overwatch-Item? Die Tracer, die gibt es als Figur schon von Cute but Deadly, aber nicht in diesem lila Outfit. Ich kann euch mal zeigen, weil die habe ich nämlich auch, wie die eigentlich aussieht. Einen Moment. So, und wieder da. Also,
das hier ist eigentlich die normale Tracer-Figur von Cute But Deadly, halt in ihrem ganz normalen Standard-Outfit. Das hier ist jetzt, ich habe es jetzt einfach aus der Verpackung halt rausgeholt, damit man es mal besser sehen kann. Das hier ist jetzt halt die die Gaming Loot Crate Tracer in einem lila Outfit. Finde ich persönlich ein bisschen schicker. Naja, halt einfach nur, weil ich diese Farbe, das Lilane, halt wirklich sehr, sehr mag. So, jetzt hier nochmal beide nebendran. Ich hoffe, das kann man jetzt einigermaßen gut erkennen. Und dann seht ihr halt schon, die sehen wirklich gleich aus, bis halt auf die Farbe von denen. Vom Kostüm. Ansonsten die Pose ist gleich, die Frisur ist gleich, der Gesichtsausdruck ist gleich, es ist alles gleich, bis auf die lila Farbe. Ja. So, das war's jetzt zu der. Jetzt haben wir hier noch eine Sache drin, noch zwei, ich weiß es nicht. Es ist hier noch ein. Was ist das denn? Ist das ein Mauspad? Könnte ein Mauspad sein, wa? Moment, ich mach's mal auf. Und dann schauen wir uns das mal etwas genauer an. Ich muss nämlich gerade ganz ehrlich sagen, dass ich passen muss, so auf den ersten Blick. Na, es kommt raus. So, erkenne ich nämlich echt nicht, wer das ist. Unten steht es aber auch. Das ist von Prey. Und deswegen weiß ich auch nicht, woher das war, weil ich Prey nie gespielt habe. Okay, und ich würde echt so spontan sagen, das ist ein Mauspad. Hier die Seite ist halt mit etwas gummihaft und deswegen klebt ihr dann bestimmt kleben. Schön auf dem Tisch. Ja, die ist fest, wenn es auf dem Tisch liegt. Ja, mal gucken, ob hier noch was drin ist. Prey, okay, meinetwegen. Jetzt haben wir hier noch ein kleines Büchlein und das war's. Genau, das war dann die ganze Gaming Loot Crate. Oder nee, ist gar kein Büchlein. Guck mal hier, das ist ein Poster. Oh wei. Hoffentlich kann ich das jetzt irgendwie ganz zeigen, weil ich sitze ja schon recht nah an der Kamera. Schauen wir doch einfach mal. Ah, es ist doch ein Büchlein. Aber ich sage erstmal so, es ist schon ein Poster. Und zwar von, ich habe noch gar nicht nach vorne geguckt, keine Ahnung. Was ist denn das hier? Moment, das ist ein Poster von mit, ich glaube von nix. Oder? Das ist halt einfach jetzt nur so dieses Loot Crate Future Tech irgendwas, Titelbild, wie auch immer. Und hier hinten ist aber drauf, was denn jetzt hier alles drin war. Oh Gott, das ist doch viel zu groß, um das zu zeigen. Hier, da seht ihr die Tracer, da ist einer in der Mitte dat, diese LED-Lampe und so weiter. Alles mit drauf. Und oh, Kamera, was machst du wieder mit dem Licht? Ja, kommt's? Na, egal, müssen halt dann jetzt einfach mal mit leben. Ja, das ist es. Alter, das T-Shirt, das ist schon ziemlich cool. Ich dachte ja eigentlich, dass mein Lieblings-Item auf jeden Fall diese Figur hier sein wird, die kleine Tracer-Figur. Aber ich schwanke gerade dann doch sehr extrem zwischen dem Tron-T-Shirt und der Tracer-Figur. Ich glaube, da gibt es diesmal keinen eindeutigen Gewinner, was mir am besten gefällt. Ja, aber ich kann sagen, was mir am wenigsten gefällt. Das ist das Mauspad. Ich habe eins von Warcraft und ich brauche kein anderes. Das reicht dick aus, es macht das, was es tun soll. Es liegt unter der Maus und fertig. Mauspad halt, ne? Ganz einfach. Jo, dann danke fürs Zugucken. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Wann das nächste Video kommt, das weiß ich nicht. Ich glaube, das eventuell müsste, glaube ich, diese Woche auch mal wieder von Pop in a Box so ein Überraschungspaket von denen kommen mit zwei wahllosen Pops, die sie mir dann halt zuschicken. Und ich denke mal, wenn das kommt, dann gibt es dann auch wieder ein kleines Funko-Pop-Update, ein Pop-Date. Ich habe immer noch keinen guten Namen dafür, wie auch immer. Wie viel auch immer? Was habe ich gerade gesagt? Wie auch immer. Das wollte ich auf jeden Fall sagen. Und ja, da mache ich halt dann wieder ein Upgrade dann dazu, welche Funko-Pops ich diesen Monat oder seit dem letzten Video, besser gesagt, welche ich jetzt dann davon wieder neu habe. Es sind ein paar dazukommen. Da seht ihr schon ein paar andere sind auch im Wohnzimmer. Und ja, dann sehen wir uns dann, ich denke mal, zu diesem Video wieder. Wann es kommt, wir werden es sehen. Vielleicht diese Woche. Ich sage auf jeden Fall mal bis dann. Tschüss und macht's gut. Tschö, tschö.